Auf der Gynäkologie erwartet Dr. Emma Heidmann die werdenden Eltern Anja und Nils. Die 34-Jährige und ihr Mann haben sich telefonisch zur Geburt angekündigt. Doch im Gegensatz zu den positiv aufgeregten Mechatroniker wirkt die Schwangere eher niedergeschlagen. Guten Tag, hallo. Hallo Herr Schneider, hallo Frau Schneider. Ja, zu Hause waren es 20 Minuten zwischen den Wehen, jetzt sind es nur noch 16 und jetzt kann es losgehen, Kreißsaal. Oh Wahnsinn, ja. Kleinen Moment, warten wir erstmal ab. Haben Sie schon fleißig gezählt? Geben Sie mir einmal Ihren Mutterpass. Mein Name ist Faltmann, ich bin hier die betreuende Ärztin. Ne? Mutterpass ist wichtig. Ne? Hier ist er schon. Alles ganz entspannt. Nicht im Kreißsaal jetzt? Ja, ganz in Ruhe, erstmal aufnehmen und Überwachung. Und ist die Fruchtblase denn schon? Nee. Noch nicht? Nee. Und wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend halt, ne? Also nicht so gut. Ist gut. Jedes Ehepaar ist natürlich anders drauf und die sind aber alle in der Regel sehr freudig erregt. Da passiert ja was, da kommt ja ein Baby auf die Welt. Und die Frau, die war so seltsam teilnahmslos und die Wehen, die schien sie überhaupt nicht zu interessieren. Die schien auch so ein bisschen genervt. Also das war schon ein sehr untypisches Verhalten. Die Eheleute sind seit 4 Jahren verheiratet und waren glücklich, als Anja schwanger wurde. Daher kann Gatte Nils nicht nachvollziehen, warum seine Frau in den vergangenen 2 Monaten kaum noch Lust hatte, alles für das neue Familienmitglied vorzubereiten. Können Sie sitzen? Oh, nee. Also Frau Schneider, Sie müssen auch nicht, wenn Sie nicht wollen. Sie dürfen auch gerne auf dem Flur auf- und ablaufen. Ja, sollen wir mal gerade gehen? Ja? Nee, ich lass mich mal. Was ist denn los? Okay, aber sag, wenn was ist, ja? Ja. Geht's Ihrer Frau gut? Die wirkt so bedrückt, Sie wirken so euphorisch und in voller Vorfreude. Ja, einer muss sich ja freuen, ne? Ich glaube, sie freut sich bestimmt auch. Ja, ich weiß, also es ist komisch. Also jetzt seit 2 Monaten. Okay. Das ist sehr seltsam, ja. Aber okay, ihr Vater ist halt gestorben vor 2 Monaten. Das tut mir leid. Ja, aber daran kann es eigentlich nicht liegen, weil die hatten nie Kontakt. Er hat die Familie vor der Geburt von ihr verlassen. Sie hat ihn nie gesehen, außer bei speziellen Terminen, bei Notarterminen oder sonst. Der war nicht auf unserer Hochzeit, der war nicht auf der Beerdigung von der Mutter. Also daran kann es nicht liegen. Aber unterschätzen Sie das nicht, Herr Schneider. Ne? Das ist halt trotzdem immer noch der Papa. Ne? Das ist halt beunruhigend. Ja, ja, jetzt konzentrieren Sie sich erstmal. Gucken wir noch mal nach Ihrer Frau, ja, können Sie ja später einräumen, hier passiert nichts, ne? Ja. Genau. Ja. So. Oh, Frau Schneider. Ja, oh, mein Gott. Was ist denn passiert? Keine Handschuhe. Moment. Ich hab schon den Kreißsaal am. Alles gut? Geht's dir gut? Was machen wir denn jetzt? Alles gut. Ich habe gerade den Kreißsaal schon informiert. Hol mal einen Rollstuhl. Die Leonie im Kreißsaal weiß Bescheid. Es geht los, es geht los. Also relativ zügig platzte der Frau Schneider die Fruchtblase, so mit einem riesen Knall. Und das war natürlich für uns jetzt Zeit, in Aktion zu treten und Frau Schneider in den Kreißsaal zu bringen. So, jetzt geht's los, ne? Soll ich dir helfen? Sie zucken so, was ist denn mit Ihrem Arm? Was zuckst du denn jetzt? Was ist denn los? Alles aufgeregt? Geht's Ihnen gut? Alles okay? Ja. Auf dem Weg im Kreißsaal habe ich dieses Zucken bemerkt. Das hat bei mir schon einige Alarmglocken angehen lassen. Und naja, sie hat das so abgewischt und ich habe da jetzt auch nicht so drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein sollte das noch eine Riesenbedeutung bekommen. Doch zunächst werden Anja und ihr Mann in den Kreißsaal gebracht. Weil nach dem Platzen der Fruchtblase das Infektionsrisiko ständig steigt, sieht Hebamme Leonie Schumacher die stockende Geburt mit Besorgnis. Auch Dr. Heidmann erkennt, dass die Gebärende nach 6 Stunden Wehen völlig entkräftet ist. Das kommt, Frau Schneider. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich wollte mal gucken, wie es mit Frau Schneider läuft. Genau. Und habe die Blutwerte mitgebracht. Super. Ja, perfekt. Wie läuft's denn? Die Wehen sind ein bisschen schwächer geworden jetzt. Okay. Ich habe noch mal gerade vaginal untersucht. Ja. Der Muttermund hat jetzt so 2-3 Zentimeter. Okay. Ist ein schöner Anfangsbefund. Vielleicht können wir jetzt noch mal die Position verändern, dass das Ganze noch mal ein bisschen in Wallungen kommt. Also ne? Saft und kraftlos, ne? Ja. Ja. Jo, sehe ich hier, die Blutwerte. Ja. Auch Saft und kraftlos. Was ist damit? Naja, wir haben die Blutwerte gecheckt und so ein bisschen fehlt ihnen die Kraft, die Power. Ja, aber das die Leonie merkt man macht auch an schon, den ne? Wehen. Der Tropf läuft, wir unterstützen die Wehen ein wenig.
Als ich mit den Blutwerten in den Kreißsaal kam, ist mir schon aufgefallen, dass ihr so ein paar Vitaminchen und so ein paar Folsäure, Vitamin B12, das war alles so ziemlich niedrig. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil gerade die Schwangeren ja darauf bedacht sind, viel Vitamine zu essen und Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und sie kam schon ziemlich schlapp eigentlich in den Kreißsaal. Das hat auch manchmal Auswirkungen auf die Wehentätigkeit und auf den Geburtsverlauf. Der ernste Hintergrund von Anjas Vitaminmangel war für Dr. Heidmann in diesem Moment noch nicht erkennbar. Durch Bewegung und Wechsel der Gebärposition versuchen Ärztin und Hebamme, die Wehentätigkeit der Schwangeren anzuregen und damit die Geburt endlich voranzubringen. Ich guck noch einmal nach, ob der Muttermund sich etwas geweitet hat, ja? Mhm. Okay. So, es ist immer noch so wie vorhin, 200 cm, das tut sich nichts. Also, da werden wir rüber müssen. Na, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Ja? Ja, wir haben also das Gefühl, das Kind macht das nicht so richtig mit, das hat Stress. Mit dem Baby ist noch alles in Ordnung, aber das dauert zu lange. Sie sind einfach richtig saft- und kraftlos. Ja? Und das merkt ihre Gebärmutter, die ist auch am Ende der Kraft. Ja? Das geht nicht. Ne? Ja. Und jetzt muss das Kind raus. Genau. Ja? Bei Frau Schneider haben wir versucht, was machbar war, über Venentropf, über Positionsveränderungen, über Lageveränderungen, haben wir alles versucht, um die Wehen anzuregen, haben ihr auch Pausen gegeben, damit die Gebärmutter sich wieder erholen kann. Schlussendlich hat es nichts gebracht und wir mussten dann doch die Entscheidung treffen, das Kind zügig im OP auf die Welt zu bringen. So, okay, können wir weiß rüber? Bescheid. Weiß Bescheid? Ja, weiß wunderbar. Bescheid, weiß Bescheid. Gut, alles. Dann Papa mithelfen. Papa. Was ist denn? Frau Schneider, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Das machen wir später, wenn Sie mit dem Kind im Arm zurück sind. Frau Schneider hat sich die ganze Zeit sehr seltsam verhalten. Sie war sehr in sich gekehrt, hat depressive Phasen gezeigt, wo man gar nicht an sie rankam zum Arbeiten. Und zum Schluss, als es hieß, wir gehen in die OP, hatte sie wirklich den großen Drang, ihrem Mann noch etwas mitzuteilen. Und das hat sie doch sehr belastet. Sie musste noch etwas loswerden und dann war aber leider keine Zeit dazu. Kurz darauf bringt die 34-Jährige per Kaiserschnitt eine gesunde Tochter zur Welt. Doch was Anja eben noch so dringend erzählen wollte, behält die frischgebackene Mutter nun für sich. Dies und die Traurigkeit seiner Frau am Morgen danach verunsichern Kindspapa Nils zutiefst. Klar. Hallo. Hallo. Darf ich mal gucken? Ja. Oh, wie ein glücklicher Papa sehen Sie aber heute nicht aus. Ja, ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht mit meiner Frau. Ich weiß es nicht, die kann sich nicht richtig freuen, die nimmt das Kind nicht an. Dabei ist Sophie doch so süß. Ja. Ach, na sowas. Meinen Sie, gibt schon mal, ist ein Babyblues oder so, aber ich glaube, wir gucken mal. Ha? Ja, aber sie hat ja auch irgendwie was im Kreißsaal noch sagen wollen, aber da musste sie in OP. Ja. Ich weiß nicht, ich denke, da steckt irgendwas dahinter. Aber Sie hatten ja erzählt, mit dem Schicksalsschlag da, in einem Todesfall in der Familie, ist der Vater gestorben. Das kann es aber eigentlich wirklich nicht sein. Da ist kein gutes Verhältnis gewesen. Ja, der Vater war übermäßig beunruhigt, ist ja klar. Und da will man ja dann auch als erfahrener Mediziner gut zureden. Und wir haben ja die Erfahrung mit dem Babyblues, dass die Mütter manchmal eben halt nach der Entbindung nicht so drauf sind, wie die Väter das erwarten. Und da habe ich gedacht, mit ein paar gut gemeinten Worten und Ratschlägen würde ich das alles wieder kitten. Aber das kam natürlich ganz anders. Um Nils zu beruhigen, bestätigt Dr. Heidmann ihm, dass alle Untersuchungen der kleinen Sophie positiv verliefen. Anschließend bittet die Ärztin den Mechatroniker, mit seiner Tochter im Flur zu warten, damit seine Frau hoffentlich unbefangen ihr Herz ausschütten kann. So zumindest der Plan. Ach Mensch, was ist denn los? Hä? Wissen Sie nicht? Doch, weiß ich, aber... Möchten Sie nicht sagen? Ja, das gibt schon mal so ein Babyblues nach der Entbindung. Ja, es passiert. Das sind die Hormone, die sind schon mal so ein bisschen durcheinander, ne? Ja, und dann fehlt die Freude so ein bisschen. Wollten Sie uns das so ein bisschen erzählen? Nein, das liegt nicht da dran. Okay, na, da müssen wir uns Zeit nehmen. Dann erzählen Sie mal. Ich wollte das eigentlich ihm schon die ganze Zeit sagen, aber ich kann das nicht. Na gut, wenn es ihm ist. Sollen wir ihn mal reinholen, ihren Mann? Huh? Der ist nämlich auch ganz verzweifelt.
Dr. Heidmann kann die aufgelöste Mutter überzeugen, auch Ehemann Nils anzuvertrauen, was ihr seit Monaten auf der Seele liegt. Mit einem derart ernsten Hintergrund hat aber selbst die erfahrene Gynäkologin nicht gerechnet. Was ist denn los mit dir? Hm? Mein Vater ist ja gestorben und es ist nicht das, was mich fertig macht. Es ist aber die Krankheit, an der er gestorben ist. Er hatte Chorea Huntington. Oha. Was ist das denn? Oha, ja. Und das ist einfach, das ist so 50% die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich das auch habe. Ich habe im Internet bei Google nachgelesen, die ganzen Symptome, die ich habe. Dieses Zittern und das trifft alles auf mich immer ein. Und ich habe halt einfach Angst, dass ich das auch habe. Du hättest noch was sagen können. Es ist nicht mal das Schlimme wegen mir. Ich habe einfach Angst, dass unsere Tochter, die kleine Sophie, das auch hat. Ja, die Sorgen sind berechtigt. Also da wäre ich aber auch ein bisschen... Ja, also das haut mich jetzt gerade auch mal um. Also ganz ehrlich, auch wenn man Profi ist, muss man dann nicht nur schlucken, sondern auch Haltung bewahren, weil das ja ein absoluter Hammer ist. Also diese Erkrankung ist bis heute nicht heilbar, die ist erblich bedingt und da kann ich verstehen, dass es da einen förmlich aus den Schuhen haut. Haben Sie denn schon irgendwie einen Gentest gemacht? Ja, das habe ich vor 2 Wochen, aber das dauert leider, bis es die Ergebnisse da sind. Circa 6 bis 8 Wochen. Ja, also da wäre ich jetzt aber auch neben der Spur. Also heilen kann man die Krankheit nicht und die Chance, dass Ihre Frau das geerbt hat, besteht zu 50%. Jetzt warten wir erstmal ab. Vielleicht sind sie ja die anderen 50%. Genau, aber ich habe es. Ich habe die ganze Das kann ganz von woanders her. Und Dr. Google ist nicht der beste Doktor auf der Welt. Also ich halte jetzt mal dagegen. Ne? Also klar haben sie die Symptome, die haben sie auch gespürt, aber ich habe auch ein bisschen in die Blutwerte reingeguckt. Sie haben einen massiven Vitaminmangel, ja, weil sie was vielleicht nicht gegessen oder getrunken haben. Ja, das hat mich alles so verrückt gemacht. Ich habe die letzte Zeit dann nicht mehr viel gegessen. Ich habe die ganzen Vitamine, das alles nicht mehr genommen. Na, also ihnen fehlten, also ich habe es gesehen, ihnen fehlten Vitamine, Vitamin D besonders und das macht genau die gleichen Symptome. Und wenn man schon so ein bisschen angenockt ist, dann kommt der Babyblues auch etwas eher. Also ich denke, wir hoffen mal auf die anderen 50%. Ja, ja. Denken wir erstmal positiv. Ja. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass unsere Tochter da ist. Ach Mensch, jetzt ist es raus. Es tut mir leid, ich hätte es vorher gesagt. Vielleicht ist aber auch alles ganz anders. Gucken Sie mal, 50% nicht zu haben, ist schon mal gut. Und dann hat sie auch gute Prozente, dass sie es nicht bekommt. Ich gebe Ihnen mal die kleine Motte. Die schläft so lieb. Och Gottchen. Was wird das auch? Nein, warten Sie erst mal. Oha, ja. Das ist natürlich jetzt. Aber wir schaffen das. Wir haben schon so viel geschafft. Ich kann Taschentuch. Egal was ist, ob ihr das jetzt habt oder nicht. Ich bleib doch bei meinen Mädels. Wir schaffen das zusammen. Na, das wollte ich hören, ne? So, ich mache Visite und Sie kümmern sich noch mal ein bisschen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Frau Schneider. Danke. Alles, alles Gute. Danke. Sie schaffen das mit dem Mann an der Seite. Das wird schon, ne? Wissen Sie was? Sie sind eine tolle kleine Familie, ehrlich. Sie schaffen das wirklich. Ich glaube ganz fest an Sie. Als Frau Schneider ihrem Mann dann halt gebeichtet hat, mit was sie so tierisch zu kämpfen hat, da waren wir erstmal alle geschockt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich fand es wunderschön, wie der Mann reagiert hat, dass ihm völlig egal ist, welche Krankheit da im Raum steht und ja, dass er einfach zu seiner Frau hält und sie liebt, egal was halt ist. 2 Wochen später hat das Testergebnis zum Glück gezeigt, dass Anja keine Trägerin des Huntington-Gens ist. Also werden weder die 34-Jährige noch ihre kleine Tochter an dem schweren Leiden erkranken. Dank gezielter Vitamine kam die junge Mutter schnell wieder zu Kräften und genießt jetzt mit Nils und Klein Sophie ihr Familienglück.